muss einen anderen Weg nehmen. Ich muss über den Hof mit den Raben. I'll go. Ja. Come on! Ja. So, folgendes. Da oben ist doch noch etwas. Da oben ist doch noch etwas. Und das gefällt mir nicht. Da oben ist doch noch etwas. Von dem ich nicht wissen konnte, dass es da ist, weil ich es nicht gesehen habe. Weil ich da in Panik durchgerannt bin, weil mir das Spiel weder Heilung noch Munition, genug davon zur Verfügung stellt. Im Vergleich zu Resident Evil 1. Wo ich einfach zugeschmissen wurde damit. Wo es mir erst später solche Übergegner vor die Füße gelegt hat. Aber ist jetzt auch scheißegal. Wie komme ich jetzt am besten hin? Ja, wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Scheiße, ey. Fuck, fuck, fuck. Okay. Nein! Okay. Also, zunächst einmal rüsten wir das Ding hier wieder aus. Partner, inaktiv, du wirst nicht schießen gleich. Du hast kaum Munition, die hebst du dir auf. Das bisschen, was du noch hast, hebst du dir auf. Oh Gott, ist das furchtbar. So. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich habe Billy durch mich durchgebackt. Was zur Hölle? Bitte nicht angreifen, bitte nicht angreifen. Wir gehen direkt wieder rein. Wir gehen direkt wieder rein. Wir gehen direkt wieder rein. Okay. So, Billy. Geh ganz langsam nach hinten. Ganz langsam. Billy. Ich hab nur fünf verschissene Schüsse. The fuck is going on? Hier. Diese Uhr hier. Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Ah, nein. I don't know. I don't. Oh, wait. No. Let me guess. Hier? Ja, da. Das war jetzt reines Luck, dass ich sofort das richtige Dokument gefunden habe. Ich wusste, irgendwo stand eine Uhrzeit drin, aber. So, nach rechts. Nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. So, den Stundenzeiger bitte. Stundenzeiger nach links. Und nochmal nach links. Und nochmal nach links. Und nochmal nach links. 7, 8, nein. Holy cow. Progress. Aber hier können wir nicht runter. So, nochmal den Raum
nochmal den Raum richtig untersuchen, ob wir vielleicht doch noch irgendwas übersehen haben. Bitte. Munition, Heilung, irgendetwas, was ich in meiner Panik nicht mitbekommen habe. Bitte irgendwas hier im Regal. Komm schon. Ach, come on. Ach, come on. Okay, wir gehen aber nicht da lang, wo die scheiß Viecher sind. Wir gehen erst die anderen Räume alle abchecken. Laufen. Sofort laufen. Sofort. Ja, super. Ja, wie geil ist das denn? Ja, super. Ja, richtig cool. Das ist doch balanced, oder? Ja, das ist doch wohl balanced. Also keine Ahnung, was ihr habt. Ich erkenne Balance, wenn ich sie sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich diese eine Folge veröffentlichen will. Ich weiß echt nicht, ob ich diese Folge veröffentlichen will. Will ich mich zum Gespött machen? Gut, zu meiner Verteidigung, ich konnte das nicht wissen. Ich bin in meiner Panik einfach durch. Vielleicht berechtigt? Fragezeichen? Vielleicht? Anyway. Bitte nicht sofort mir wieder Gegner vor die Füße werfen. Ich brauche Munition. Geil. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Das ist kein wirkliches Gedicht, aber... Ja, geil! Ja, geil! Nein, nein, Billy. Oh, Billy. Oh, Billy, no. Oh, Billy, no. Oh, Billy, no. Oh, Billy, no. Oh, Billy. Billy, du verschwendest gerade alle deine Munition. Oh, Billy Boy. Oh, mein Billy Boy. Bleib liegen. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. So, den Raum absolut gründlich untersuchen. Jeden Raum jetzt. Absolut. Hier waren drei Zombies drin. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, Spiel, ey. Anscheinend wurde dieses Feuers vor kurzem entzündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh my God, take it. Oh my God, take it. Oh, das habe ich gerade nicht gesehen. Ich glaube, Billy stand davor. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Oh my God, take it. Oh my God. Oh my goody God. Oh my goody 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 goody. Oh my God, take it. Oh God. Oh my God, take it. Fucking hell. Mehr war nicht, das war nur dieser Raum. Oh Gott, ich dachte, wir können hier weiter, aber stimmt ja, das war ja das Wassersymbol, was uns im Weg steht. Ah, wir müssen durch den Scheiß durch! Und wir haben keine Munition mehr! Das ist lächerlich! Es ist so abgrundtief lächerlich.
Wir haben auch kein Highlight gekriegt. Nicht mal ein grünes, verschissenes Kraut. Nicht ein einziges. Das ist lächerlich. Wir müssen jetzt hier durch. Verdammte Scheiße, wir müssen hier jetzt durch. Treffe ich überhaupt irgendwas? Okay. Wir laufen jetzt einfach durch. Komm, Billy, schnell. Au! Nein! Verpisst euch! Oh, Scheiße! Ich glaube, ich habe nichts getroffen gerade. Nichts. Oh mein Gott! Really? Ich hab den Mikrofilm nicht dabei! Ich hab Mikrofilm nicht dabei. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh Gott. It's painful. So painful. It's so fucking painful. It hurts. It fucking hurts. It's okay. It's okay. Wir haben Mikrofilm B. This is something, I guess. This is something, I guess. Okay. Mit dem A-Mikrofilm werden wir wahrscheinlich einen Code kriegen, den wir auch wo auch immer wir eingeben müssen dann. Okay. Okay, wir müssen durch diesen Gang noch dreimal durch. Oh fucking hell. Oh fucking hell. Einfach rennen. Run. Einfach rennen. So schnell ihr könnt. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Einfach laufen, einfach laufen. Schnell durch die Tür. Sie können uns nicht wehtun, wenn wir durch die Tür sind. Oh Gott. Oh fucking hell. Fuck. Oh fuck. Unser Leben geht immer weiter runter und wir können uns nicht eilen. Oh fucking hell. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist es hingelegt? Da. Mikrofilmer. Wunderbar. Einfach herrlich. Warum drehst du dich gerade, wenn ich den Stick in dieselbe Richtung gedrückt halte? Das sollte nicht passieren. Holy balls. Wir können es eigentlich ganz clever machen hier. Wir gehen erst hier rein. Hatte Rebecca gerade die Waffe gezogen zum Schießen? Wait a minute. Ich meine, wir haben ja schon alles untersucht. Hier ist nichts mehr. Gut, wäre jetzt noch so ein Viech aufgetaucht, ne? Okay.
Jetzt zum nächsten Raum rennen. Nein, 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 Rebecca, nein, 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 du läufst jetzt. Oh mein Gott. Ich dachte schon, die Viecher sind wieder aufgestanden. Da hätte ich aber einen Kotzreiz gekriegt. Nani? Nani? Okay. Nani? Oh! Don't carry out. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Mikrofilmbild. Das Bild steht durch aufeinander von... Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von Mikrofilm A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. Die ist ein bisschen komisch geschrieben. Aber ansonsten sehe ich keinen Fehler hier. 0, 1, 2. Warte mal, aber wo ist die Aula? Ist die oben oder unten? Unten, glaube ich. Ja, weil das da oben ist ja der Gang. Glaube ich? Fragezeichen. Oder ist das da oben, die Aula? Soll das die Tribüne sein? Das könnte auch die Tribüne sein. Okay. Na, immerhin. Ich denke, das heißt Progress. Oh, diese Viecher sind furchtbar. Laufen, 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 laufen. Schnell hier durch. Sie können uns nicht wehtun, wenn wir uns beeilen. Ich will doch nur Heilung, ich will doch nur Heilung. Ich will doch nur Heilung, ich will doch nur Heilung. Ich will doch nur ein wenig Heilung. Und sei es nur ein grau, ein grünes Kraut. Kein graues, das wäre ungesund. Ich will doch nur Heilung, ich will doch nur Heilung. Ja, das war hier, okay. System wird gelesen. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Geben Sie den Passcode ein. Kein Eingabegerät in der Nähe. Passcode 0A. Leuchtet jetzt vielleicht eins von den Dingern hier? Wir brauchen irgendwo irgendetwas, wo eine Eingabekonsole ist. Aber wo gab es hier eine Eingabekonsole? Zur Hölle gab es hier eine Eingabekonsole. Das Gesuche wieder los. Wo zur Hölle gab es hier eine Eingabekonsole? War hier vielleicht eine drin? Eine Eingabekonsole ist die Frage. Gehst du bitte runter, Bill? Das hier ist ja der Lichtschalter. Obwohl das locker eine Eingabekonsole hätte sein können.
Warte mal, ist da Blut an der Lampe? Oder ist es einfach nur ein Muster? Es sieht aus wie Blut. Wie kommt Blut an diese Lampe? So, ich gucke hier nochmal alles durch. Der Globus ist äußerst gut gearbeitet. Aber so alt, dass er sicher kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Wait a minute. Maybe I can. Apparently not. Okay, eins ist sicher, hier gibt es keine Eingabekonsole. Aber hätten wir eine gefunden, dann hätte ich mich doch wohl daran erinnert. Ich bin jemand, der sehr frustriert ist, wenn er irgendwo nicht weiterkommt und eigentlich merke ich mir so ein Ding. Ich meine, ich kann es wieder vergessen haben, that's possible. Vielleicht hier der Computer? Er scheint nicht mehr zu funktionieren. Gut. Der PC ist ja auch. Ne, er ist nur verstaubt. Aber er könnte funktionieren. War hier noch irgendwas drin? Was? Eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Hey! Becky, ist das dein Ernst? Becky, ist das dein Ernst? Ist es deine Wahrheit? Und dann schieben wir den in die Richtung. Nee, auch hier scheint keine Eingabekonsole zu sein. Na dann. Ich bin wieder stuck. Ich bin wieder stuck. Jetzt heißt es, eine verdammte Eingabekonsole zu finden, wo wir 0A eingeben können. Da war es A0? Ne, ich glaube, es war 0A. Eine verdammte Konsole finden müssen, wo auch immer die sein kann. Es kann ja nicht einmal einfach sein. Da draußen war auf jeden Fall keine Eingabekonsole. In der Küche kann sie auch nicht sein. In der Küche... Die Küche, dass die existiert, war der einzige Grund, dass wir da das Feuerzeug Benzin gefunden haben. Ja, gehen wir nochmal hier rein. Ich glaube, wir haben hier drin nicht alle Viecher gekillt, oder? Ich glaube, das war so ein Raum. Oh mein Gott, das ist der Raum mit den Raben. Ich kann mich nicht erinnern, dass da eine Eingabekonsole drin war. Hier sind Viecher nachgespawnt. Tatsächlich nicht. Aber hier war auch keine Eingabekonsole. Okay. Ich bin wieder stuck. Also, gehen wir nochmal durch.
Da, wo die Scherben drin waren, rechts von uns, war keine Konsole. In dem Raum mit der Aula wurde sogar gesagt, dass keine Konsole in der Nähe ist. Die Räume links haben wir untersucht, da war nichts. Dann da sind die Raben drin, da war auch nichts. Und hier in dem Raum, wo wir gerade drin sind, ist auch nichts. Cool. Erdgeschoss, in der Main Hall ist nichts. Da hinten war der Projektor, dann haben wir die Toilette, nirgendwo war eine Eingabekonsole. Wenn wir da unten durchgehen, gelangen wir irgendwann zum Boilerraum. Und in dem einen Raum, wo der einzelne Zombie jetzt drin steht, und nirgendwo war eine Eingabekonsole. Und hier unten war, meines Wissens nach, auch keine. Bleiben nur noch diese Räume hier, aber auch da keine Eingabekonsole. Don't tell me I need to do it again, game. Don't tell me I need to do this again. Don't make me go out of my way. Aber ich werde nicht nochmal so eine Sache machen, dass ich zeige, wie ich hier rumsuche. Wir werden einmal noch hier unten überprüfen. Dann wird die Folge jetzt hier beendet. Und ich suche alleine weiter. Ich guck mir keinen verschissenen Guide an. Sofern es nicht unbedingt notwendig ist, dass es Gefahr läuft, dass es da ist, ich muss. Die einzigen Räume, die ich überprüfen muss, sind die, wo die fucking Raben drin sind. Aber ich bezweifle, dass da eine Eingabekonsole ist. Ich bezweifle es ziemlich stark. Ich bezweifle aber auch, dass hier unten eine Eingabekonsole ist. Vielleicht ist das Feuer gelöscht worden auf magische Art und Weise. Nein. Keine Konsole an der Wand. Auch hier nirgendwo. Nein, keine Eingabekonsole. Gut. In dem Fall werde ich jetzt alleine weitersuchen. Sobald meine Suche allerdings einen gewissen Zeitgrad, boah, ist das laut hier, einen gewissen Zeitgrad überschreitet, oder ich wirklich nur noch in Räume reingehen kann, wo die verschissenen Rahmen drin sind, dann werde ich wohl wieder mal einen fucking Guide zu Hilfe nehmen müssen. Der Gestank treibt Tränen in die Augen. Ja, super. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ganz offensichtlich bin ich zu retarded, um die Sachen zu finden. Das mit der Uhr geht auf meine Kappe. Auch wenn man verstehen kann, glaube ich, dass ich durch diesen Raum einfach nur durchgerannt bin. Ich bin aber gewillt, die Blamage zu tragen. Aber das, was jetzt hier gerade abgeht, es gibt nirgendwo eine Eingabekonsole. Wo soll die bitte sein? Wo zur Hölle soll eine Eingabekonsole mit einem Geheimcode sein? Das muss ja irgendwie ein Serverraum oder sowas sein. Ich mach das alleine. Bis dann. Tschüss.